Und ich schaue noch mal darüber. Die Technik läuft anscheinend super und deswegen sage ich jetzt auch noch mal herzlich willkommen an alle und würde jetzt die Diskussionsrunde starten. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit, über den Film zu sprechen, über Wohnungsbauprojekte, aber auch über Wohnungspolitik zusammen mit Claudia Tausend. Ja, ich freue mich sehr, dass Uli Beetz, Dokumentarfilmerin des Films, auch mit dabei ist. Ich würde jetzt am Anfang gleich mal zurück zu den Anfängen dieses Films gehen und Uli, dich einfach fragen. Du lebst ja selbst in diesem Wohnprojekt und es gibt sozusagen das Wagnis-4-Projekt jetzt schon ein paar Jahre. Wie bist du überhaupt auf das Projekt gekommen und dann auch auf die Idee, diesen Film zu machen? Ja, ich habe mich ab 2008, 2009 mit dem Thema beschäftigt, wie will ich in Zukunft leben? Denn damals wurde meine Mutter pflegebedürftig und ich bin dann jedes Wochenende zu ihr gefahren, ein Weg 200 Kilometer und später dann auch mal eine ganze Woche geblieben. Und ich habe gedacht, ich muss für mich vorsorgen und mich umsehen, wie ich leben will in einer Gemeinschaft. Und habe mir dann verschiedene Konzepte angeguckt. Und bei einem Wagnis-Infoabend hat mich dann die taffe Lady mit den kurzen grauen Haaren, die Elisabeth Hollerbach, die Sie ja auch im Film jetzt gesehen haben, schon sehr überzeugt. Und dann bin ich auch gleich eingetreten in die Genossenschaft. Und tatsächlich 2009 bin ich eingetreten. Und dann war tatsächlich 2010 schon zumindest das Gerücht, dass ein Bauprojekt noch mal starten könnte von Wagnis am Ackermannbogen. Und da habe ich mich dann eben auch gleich für die Baugruppe angemeldet. Und natürlich, man sagt ja, man baut nur einmal im Leben ein Haus oder man soll einmal im Leben einen Baum pflanzen. Und ich dachte, wenn ich diesen Prozess jetzt durchmache, so nah kommt kein Filmemacher an eine Gruppe oder an so einen Prozess überhaupt ran. Und ich habe dann ziemlich schnell eben der Elisabeth Hollerbach das vorgeschlagen. Und sie hat mich dann gebeten, das der Baugruppe, der potenziellen Baugruppe schon mal vorzustellen. Und dann habe ich schon also den ersten partizipativen Prozess dort durchlaufen. Ich habe also mein Filmkonzept vorgestellt und dann wurde das eben diskutiert und dann auch abgestimmt, dass die anderen einverstanden sind. Also von Anfang an voll partizipativ mit dabei. Ja. Die zweite in der Runde ist Claudia Tausend, Bundestagsabgeordnete für die SPD im Bundestag und vor allem auch seit 2018 Mitglied im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Ich möchte trotzdem jetzt nicht gleich ganz politisch einsteigen, sondern erstmal so, Sie haben vorhin erzählt, dass Sie den Film jetzt auch zum ersten Mal gesehen haben. Was war denn jetzt so aus Ihrer politischen Sicht der erste Gedanke, den Sie dabei hatten? Ja, der erste Gedanke erstmal einen guten Abend von meiner Seite. Herzliches Grüß Gott für alle, die vor einer Stunde noch nicht dabei waren. Mein erster Gedanke war überhaupt kein politischer, sondern rein persönlicher. Es ist ein sehr vergnüglicher Film gewesen, vor allem auch, wenn man einen Hintergrund hat wie ich. Das hat mich alles in meine Vergangenheit mitgenommen, denn bevor ich 2013 in den Bundestag gekommen bin, war ich ja 18 Jahre Münchner Stadträtin und dann davon 18 Jahre im Planungsausschuss und die letzten 8 Jahre auch die Sprecherin. Also ich habe fast alle Genossenschaftsprojekte wie das gesamte Baugeschehen in München mitbegleitet und ich kannte dieses Projekt auch und habe ein paar alte Bekannte getroffen. Elisabeth Hollerbach, aber auch Frau Dr. Merk habe ich beim Richtfest gesehen. Und ich glaube, sie ist heute Abend auch dabei. Herzliches Grüß Gott, Frau Dr. Merk. Das ist natürlich super. Hallo auch von mir. Ich würde jetzt trotzdem am Anfang noch mal ein bisschen zurück auf das Bauprojekt eingehen. Ich glaube, das ist auch das, was ganz viele interessiert. Uli Beetz, wie war es denn eigentlich? Was waren denn so die Rahmendaten? Was kostet sowas, wenn man da mitmachen will? Wirklich mal so die Basics sozusagen. Okay, die Basics kann ich erzählen, aber wirklich nur bezogen auf das Ja. Wagnis-4-Projekt. Denn auch innerhalb von Wagnis sind es, je nachdem, wie die Baukosten waren, sind es unterschiedliche Rahmenbedingungen. Also das Eintrittsgeld in die Genossenschaft kostete damals 1.000 Euro. Ich glaube, das ist auch so geblieben. Und wir haben bezahlt für die
Für den Quadratmeter Wohnraum haben wir eine Einlage bezahlt bzw. Geschäftsanteile gezeichnet in Höhe von 1.000 Euro pro Quadratmeter. Also für eine 50 Quadratmeter Wohnung 50.000 Euro, für eine 100 Quadratmeter Wohnung 100.000 Euro. Und wir bezahlen eine Nutzungsgebühr, die variiert zwischen frei finanzierten Wohnungen und geförderten Wohnungen. Bei geförderten Wohnungen kostet die Nutzungsgebühr 9,60 Euro pro Quadratmeter und bei den frei finanzierten um die 13 Euro. Also es ist alles nicht ganz billig, das merkt man jetzt schon auf Anhieb. Und dadurch, dass eben unser Grundstück auch so teuer war, haben wir zum Beispiel auch keine EOF-geförderten Wohnungen, also für Leute, die wirklich wenig Geld haben. Das ist an sich jetzt, wenn man es jetzt so salopp sagen würde, ist es schon eher ein bisschen was für Leute mit ein bisschen Geld. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es andere Konzepte, die da ein bisschen sozialer auch sind. Also jetzt speziell, ich spreche immer speziell vom Wagniskirche-Projekt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Es ist total unterschiedlich. Man sieht es ja auch an den Baupreisen, an wo man baut und so weiter. Deswegen kann man das auf jeden Fall nicht verallgemeinern. Und es ist ja auch ganz spannend, mal zu sehen, wie jetzt dieses spezielle Bauprojekt entstanden ist. Und ich fand es eben auch sehr spannend, wie dann die Einblicke waren in die Diskussionsrunden so. Und das ist natürlich auch gleich die erste Frage gewesen, ging gleich mal so hart rein auch, die will ich auch gleich nennen am Anfang, von einer Teilnehmerin, die in Berlin wohnt, zur Miete, aber die plant, an dem Projekt teilzunehmen. Und die Frage ist, wie wurden kritische Fragen geklärt? Und da vielleicht, wie waren da so die Diskussionsprozesse? Also ich muss sagen, wir sind eine sehr zivilisierte, freundliche Gruppe. Das ist sicher nicht in allen Hausgemeinschaften so. Also wir haben niemanden, der jetzt bis zur Spitze etwas treibt und so mega kontrovers diskutiert. Wir sind eine sehr konsensorientierte Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der Regelfall. Aber wir haben am Anfang alles mit Mehrheitsverfahren abgestimmt. Das hat sich aber verändert, seit wir hier wohnen. Im Zuge unserer Selbstverwaltungsorganisation, die wir aufgebaut haben, haben wir schon gemerkt, dass wir bestimmte Sachen nicht nach dem Mehrheitsprinzip abstimmen wollen, sondern eher konsensorientiert arbeiten. Und eben auch den Leuten eine Stimme geben, die sozusagen von der Mehrheit abweichen, dass wir auch hören, wo sind die Sorgen und Nöte oder die Ängste oder auch die Bedenken. Und dann eben eigentlich so lange diskutieren oder das Thema so lange nicht ad acta legen, bis wir nicht einen Konsens haben, zumindest einen Konsens, mit dem alle dann auch leben können. Klingt auch anstrengend. Ja, klar, ist auch anstrengend, logisch. Aber es ist eine Schule der Demokratie im ganz von der Basis her gemeinten Sinn, etwas bewirken zu können und auch mal nicht durchzukommen mit einer Sache und es eben auch auszuhalten. Das ist schon eine tolle Erfahrung. Ich glaube, was keiner von uns oder keine von uns mehr machen würde, ist als Solist irgendwie reinlaufen ins große Plenum und da irgendwie eine geniale Idee verkünden und dann zu glauben, eine Mehrheit zu finden. Das muss alles vorbereitet werden, das haben wir gelernt, in Kleingruppen vordiskutiert, abgewogen. Und wenn das dann eine gewisse Gruppe schon trägt, ich denke, das könnte vielleicht sogar ähnlich sein wie in der Politik, dass man da so ein bisschen vorarbeiten muss und dann das so als gemeinschaftlich eben reinbringt. Was echt mega anstrengend ist, ist die soziale Kontrolle. Die ist nicht 100% in so einer Gemeinschaft, sondern die ist 150%. Also da gab es auch Leute, die schon gesagt haben, also eine junge Frau, die dann ihr viertes Kind gekriegt hat, sozusagen vor den Augen von uns allen, die hat dann gesagt, also sie möchte wirklich nicht mehr gefragt werden, wieso sie noch ein viertes Kind bekommt und alle diese Dinge. Und wir haben uns das auch auf die Agenda geschrieben, wir sprechen nicht übereinander, sondern miteinander. Und Klatsch und Ratsch gibt es bei uns eigentlich kaum oder ganz wenig.
Vielleicht muss man auch noch mal zwei Sätze sagen. Das habe ich am Anfang nicht. Die meisten wissen wahrscheinlich, was jetzt konkret bei der Wohnungsbaugenossenschaft ist. Aber Sie kriegen ja die Anteile nicht zurück, sondern es ist eine Genossenschaft. Sie können da leben. Der politische Unterschied zum Eigentum ist, dass wir Gemeinschaftseigentum gebildet haben. Und wenn jetzt jemand auszieht, bekommt er oder sie auch die Anteile wieder zurück. Das ist so wie bei einer Raiffeisenbank oder so, wo man die Geschäftsanteile kündigen kann. Das dauert dann, glaube ich, ein Jahr, bis man es zurückbekommt. Aber das Haus selber und das Grundstück, das ist der Spekulation auf Dauer entzogen, weil wir Gemeinschaftseigentum gebildet haben. Das hat also auch eine gewisse soziale Nachhaltigkeit. Denn die nächsten Generationen, die da einziehen, die können dann wieder ihre Art der Selbstverwaltung oder wie sie es für sich passend finden, auch neu definieren. Das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Von daher, das gefällt mir eben auch, dass es etwas Prozesshaftes ist. Jetzt nehme ich noch eine Frage auf, bevor wir dann vielleicht auch mal so ein bisschen zu Claudia Tausend rübergeben. Es gab nämlich noch eine Frage aus dem Chat. Deshalb gerne auch noch mal an dieser Stelle. Schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat, auch gern politische Fragen, auch gern zu dem Projekt selber. Ich kann auch aus der ersten Auswertung, ein paar Leute haben ja reingeschrieben, es sind einige Münchner dabei, einige, die zur Miete wohnen und ein paar, die so in speziellen Projekten wohnen. Das habe ich bisher aus dem Chat so rausgehört, wer uns heute so zuhört. Und eine Frage, die eben noch kam, ist, wie so flexibel die Gestaltung der Wohneinheiten sein kann, in der Größe, in, jetzt muss ich hier weitermachen, weil ich Ausrichtung, Raumaufteilung. Ich glaube, gerade die Ausrichtung ist vielleicht auch spannend, weil das klingt ja ein bisschen an, nicht jeder kann voll Süden und so wohnen. Also wir mussten zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon sehr genau sagen, wie groß wir unsere Wohnung uns vorstellen, also wie viel Quadratmeter wir wollen und auch in welcher Lage wir leben wollen, ob wir eher der Frühmorgen Ost-Sonnenaufgangstyp sind oder der West-Sonnenuntergangstyp und so weiter. Und auch, wir mussten auch sehr früh sagen, ob wir einen Tiefgaragenstellplatz haben wollen oder ob wir keinen brauchen. Denn da gab es auch eine ganze Gruppe, die dann auch sich darauf vorbereitet hat, zum Beispiel das Auto abzuschaffen. Und so wurde dann auch geplant. Also die Baugruppe musste zu einem frühen Zeitpunkt relativ stabil sein. Und so haben die Architekten dann auch gebaut nach diesen Kriterien. So und so viele große Familienwohnungen. Natürlich hat die Elisabeth Hollerbach schon so eine Verteilung im Sinn gehabt, wie viele Familien, wie viele Einzelne, wie viele Ältere, wie viele Junge. Und vor allem, man musste auch wissen, ob man 4 Jahre später eine geförderte Wohnung bekommen würde oder nicht. Man musste also sein Einkommen so sehr im Blick haben, dass man wusste, ob man noch unter die Einkommensgrenze für München-Modell fällt oder nicht. Also das war für manche schon sehr schweißtreibend, für mich im Übrigen auch. Ja? Ja, auf jeden Fall. Und für die Wohnungsvergabe, die Frage hänge ich gleich noch an, gab auch ein bisschen Tränen, glaube ich, an dem Tag, weil natürlich die Wohnungen im obersten Stock sehr, sehr beliebt sind und da konnten wirklich nicht alle in die Wohnung ziehen. Aber es gab wirklich nur 2 oder 3 Fälle, wo zwei Parteien die gleiche Wohnung unbedingt wollten. Und das wurde aber dann auch sehr schön eigentlich abmoderiert, dass eben dann ging es nach Zugehörigkeit, wie lange ist die betreffende Person Mitglied bei der Genossenschaft und wie stark ist das Engagement. Und das hat man dann so abgewogen. Also die Wogen haben sich dann doch sehr schnell auch wieder geglättet. Klingt auch ein bisschen so, wenn man es transparent macht und den ganzen Prozess sehr transparent macht, dass dann zumindest jetzt nicht Groll auf längere Sicht dann entsteht. Ja, und wie gesagt, es sind alles sehr freundliche Menschen, die hier wohnen. Und Sie haben am Anfang eben auch gesagt, viel partizipativ und auch viel jetzt Diskussionen, bis man einen Konsens kriegt, viel Reden, auch in kleinen Grüppchen reden. Ich glaube, das kommt Claudia Tausend auch sehr bekannt vor in ihrer täglichen Arbeit, politisch sozusagen. Da muss man sich ja auch immer zusammentun. Und es ist ja jetzt gerade ein großes Projekt. Novelle des Baugesetzes im Bundestag habe ich jetzt gerade gesehen, sogar in 2 Tagen ist die erste Lesung im Bundestag, oder?
Ja, das ist so. Nach einer wechselvollen Geschichte haben wir es geschafft, die Union so weit zu bringen, dass sie zumindest dem Eintritt des parlamentarischen Verfahrens jetzt am Donnerstag mit der ersten Lesung zustimmt. Ich hoffe aber, diese größte Änderung des Baugesetzbuches seit 1987 tatsächlich noch bevor die Wahlkampfaktivitäten im Frühjahr unweigerlich beginnen, zum Abschluss zu bringen. Es heißt ja, irgendwie habe ich es mir aufgeschrieben, Ja. Baulandmobilisierungsgesetz. Das ist eine sehr große Novelle. Jetzt, wenn wir genau über solche genossenschaftliches Bauen sprechen, können die das jetzt neu starten wollen, jetzt sagen, okay, ich hoffe jetzt auf diese Novelle. Gibt es da Erleichterungen oder Förderungen? Kann man sich daraus irgendwas sozusagen Daumen drücken, dass es jetzt schnell durchgeht? Ich glaube, da musst du dann ein bisschen früher anfangen. Das Thema, dass wir Wohnraummangel haben, vor allem in Großstädten, aber auch in Universitätsstädten zunehmend, ist ja kein neues. Und der Bundestag hat eine Expertenkommission eingesetzt, die einen vielseitigen Handlungskatalog an unterschiedliche Adressaten verfasst hat. Und der Hauptadressat tatsächlich für die Unterstützung der Genossenschaften sind die Kommunen durch die entsprechende Flächenvergabe. In München zum Beispiel werden 20 bis 40% aller städtischen Flächen an Genossenschaften oder Baugemeinschaften vergeben. Dann das alles in Erbbaurecht, nicht mehr Verkauf an Bauträger, um teuerste Eigentumswohnungen zu bauen und in Konzeptvergabe. Also ein großer Teil dieser Arbeit im Bundestag hat sich auch an die Kommunen, die Erträge der kommunalen Planungshoheit gerichtet, wegzugehen vom Verkauf wertvoller städtischer Fläche für teuerste Eigentumswohnungen. Da ist München wirklich Vorreiter, immer schon gewesen. Und ich glaube, die lebendigsten Genossenschaftsprojekte, wir haben derzeit, glaube ich, 20 Neugründungen die letzten 20 Jahre gehabt. Das spricht auch großes Lob nochmal an das Planungsreferat, aber auch an die Regierungsmehrheit, die ja auch meine Partei mitstellt. Ich glaube, da ist wirklich Großes geleistet worden. Also Hauptadressat ist tatsächlich hier die Kommune. In Berlin selber, glaube ich, kann man für die Genossenschaften einen wesentlichen Punkt benennen. Das ist auch eine schwere Diskussion nochmal mit dem Koalitionspartner der CDU/CSU. Die wollen das nicht. Ich hoffe, dass wir da zum Abschluss kommen. Es ist der sogenannte sektorale Bebauungsplan nur für sozial orientiertes Wohnen. Das wäre das erste Mal, dass man ordnungsrechtlich festsetzen kann auf privater Fläche sozial orientiertes Wohnen. Das ist EOF, also einkommensorientierte Förderung auf Deutsch Sozialwohnungen. Das ist in München, München-Modell, aber das wäre auch für Genossenschaften. Das, glaube ich, wäre ein ganz, ganz großer Durchbruch, weil derzeit sind Genossenschaften ja rein auf die städtische Flächenvergabe angewiesen. Das funktioniert, glaube ich, sehr gut. 1000 Wohneinheiten sind die letzten Jahre gebaut worden, 3000 sind noch in der Pipeline. Aber es wäre wichtig, dass Genossenschaften auch auf privaten Flächen zum Zug kommen, nicht nur bei einigen wenigen Modellprojekten wie beim Eckgarten. Kann das dadurch entstehen? Können die dadurch zum Zug kommen oder müssen dann einfach so einzelne Bauherren sagen, okay, dann baue ich halt ein paar Sozialwohnungen rein? Nein, die müssen 100% bauen. Ach, 100% dann. Und jetzt Okay, und deshalb wird es nicht mehr hat so die Union interessant, da oder? ein Problem. Die sagen, das ist ein schwerer Eingriff in die Verfügungsfreiheit über den eigenen Grund und Boden. Das geht nochmal deutlich, ja, über die sozialgerechte Bodennutzung hinaus. Und deswegen mache ich auch ein Fragezeichen, ob wir das so durchsetzen. Aber das steht im Kabinettsentwurf. Und der Minister ist ja nicht von uns, sondern der Minister ist Horst Seehofer, den ich aber insofern wirklich verteidigen muss. Horst Seehofer trägt das S schon noch zurecht in seinem Parteinamen. Der hat eine bestimmte Affinität tatsächlich auch zum Genossenschaftswesen und namentlich hat er als Ministerpräsident wirklich die Verwerfungen auf dem Wohnungsmarkt in München miterlebt, auch Spekulantentum. Deswegen schreibt er da sowas rein. Aber seine Unionsfraktion ist kreuzunglücklich damit. Also ich glaube, es wird noch eine spannende Diskussion in dem Eben. Bereich. Aber ich höre auch raus, letztendlich müssen es dann die Kommunen vor allem umsetzen oder auch die Bundesländer oder Die Kommunen. die Kommunen einfach eher. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wer dann auch zum Beispiel den sektoralen Bebauungsplan auch einpflegt, wer das umsetzt. Also die Idee wäre einfach, mehr Handlungsspielraum den Kommunen zu geben. Bisher sind sie an Sachen gebunden und dann muss man einfach hoffen, oder?
Nicht hoffen. Also ich glaube, München wird diese Möglichkeiten sehr schnell ausschöpfen, weil hier eine planende Verwaltung da ist, die das auch im Kreuz hat. Aber ich habe ja auch schon im Chat gesehen, wie schaut das woanders aus? Ich glaube, dass Kommunen anfangen müssen, ihren Grund und Boden, der wirklich wertvoll ist, nicht mehr höchstbietend zu verkaufen, sondern selber zu entwickeln oder in Erbpacht zu vergeben, aber in gute Hände. Und Genossenschaften sind wirklich gute Hände. Und dann wäre eben Erbpacht auch eine Möglichkeit für Genossenschaften, In das Erbpacht. zu nutzen. In In Erbpacht. Erbpacht, genau, ja, in Erbpacht zu nutzen. Da Da würde ich war eben gleich auch, kurz einhaken. ja, sehr Ich gerne. würde gerne was über Frankfurt erzählen, wo ich vielfach auch mit dem Film war. Und in Frankfurt wurde schon vor vielen Jahren der ganze Grund und Boden an Spekulanten verscherbelt. Da gibt es solche Konversionsflächen, wie wir sie in München noch haben, gar nicht mehr. Also militärische Konversionsflächen, die dann dem sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Und da ist zum Beispiel in Frankfurt ist zum Beispiel das Mietshäuser-Syndikat sehr stark, weil die eben Bestandsimmobilien kaufen, also runtergekommene Bestandsimmobilien und die dann auf der Mietshäuser-Syndikat-Basis in Gemeinschaftseigentum umwandeln. Vielleicht könnten Sie das wäre nämlich einer meiner Punkte gewesen, Mietshäuser-Syndikate. Können Sie das noch in einem Satz erzählen, wie das Konzept da genauer aussieht, wenn Sie es sagen können? Ja, also das ist auf jeden Fall eine interessante Alternative auch zu Genossenschaften, weil die Mietshäuser-Syndikate nicht mit diesen hohen Einlagen arbeiten, mit diesen hohen Geschäftsanteilen wie die Genossenschaften. Die Mietshäuser-Syndikate sind über Vereine organisiert. Jedes Haus bildet einen Hausverein und dann haben sie den Dachverein der Mietshäuser-Syndikate. Über dieses Konzept ist in München auch am Erstarken. Da gibt es auch immer mal wieder sehr schöne Veranstaltungen bei der Mitbauzentrale. Die Mitbauzentrale in München ist überhaupt die Drehscheibe für alle, die sich für gemeinschaftliches Wohnen interessieren. Die bieten tolle Veranstaltungen, Führungen, Besichtigungen und sowas. Jetzt im Moment natürlich nicht, aber auch Filme zu dem Thema an. Eben, es gibt immer auch noch Wohnungsbaugenossenschaften sind eine Sache, aber es gibt eben viele andere Optionen, also mehrere andere Optionen auch noch. Claudia Tausend, so aus Ihrer Perspektive, sehen Sie Wohnungsbaugenossenschaft jetzt nur positiv oder gibt es da auch Ja. Hürden und Probleme? Nein, also politisch sehe ich sie wirklich nur positiv. Und als Sozialdemokraten haben wir immer vertreten, die Genossenschaften sind ein guter dritter Weg zwischen Eigentum und Miete. Und ich glaube, es sind ja auch ausreichend Genossen im Sinn von Genossenschaften zu Wort gekommen im Film von Frau Beetz, die genau gesagt haben, sie könnten sich Eigentum in München nicht leisten, möchten aber dauerhafte Sicherheit. Und deswegen ist die Genossenschaft wirklich, glaube ich, hier ein sehr, sehr guter Weg. Ich habe jetzt auch noch eine Frage an Sie aus dem Chat. Die konnte ich nicht ganz überfliegen. Die muss ich jetzt einfach vorlesen. Dass eben Hans-Jochen Vogel sich schon seit 50 Jahren, er hat ja auch in den letzten Jahren vor seinem Tod sich viel mit der Bodenreform auseinandergesetzt und sich für eine Bodenreform eingesetzt. Der Teilnehmer schreibt, es ist noch nicht erreicht und muss Corona das jetzt nicht erzwingen und ermöglichen. Und sein Vorschlag ist, warum werden da jetzt nicht die Mieten und die Hypothekendarlehen ausgesetzt? Und er fordert quasi diese Bodenreform, die kommen soll. Ist das was, was momentan realistisch ist politisch? Ich glaube, man muss ein paar Dinge unterscheiden. Worauf Sie ansprechen im Chat, wenn ich Sie direkt ansprechen darf, ist ja das Thema, wohin fließen die Überbrückungshilfen, die Stützungshilfen, die Corona-Hilfen im weitesten Sinne. Und da wissen wir natürlich auch, dass Teile nicht durchgereicht worden sind an die Immobilienbesitzer, namentlich jetzt im Bereich des Einzelhandels oder auch der Gastronomie. Es ist nicht so gedacht, dass wir Gastronomie stützen wollen und die gesamte Stütze fließt dann in den, sage ich mal, amerikanischen Immobilienfonds. Und deswegen ist ja noch vor der Weihnachtspause, das war im Rahmen des Jahressteuergesetzes am 18. Dezember beschlossen worden, eine Änderung des BGB im Paragraphen 313, Feststellung der Störung der Geschäftsgrundlage. Das heißt, dass zum Beispiel
Beispiel der Gastronom seine Hilfe nicht mehr weiter automatisch weiterreichen muss an den Vermieter. Ich nenne ihn jetzt mal Immobilienfonds, es kann aber auch ein privater sein. Also du musst ein bisschen vorsichtig sein, sondern dass eine Änderung des Mietvertrags oder eine Stundung verlangen kann, weil sie einfach Verwerfungen gibt, das sahnen die Falschen ab und die Falschen gehen pleite. Also dieser Punkt im Rahmen von Corona ist in Ansätzen schon geregelt. Aber die Bodenreform ist ja nochmal ein viel längerfristiges Projekt. Die Expertenkommission, von der ich am Anfang gesprochen habe, die im Bundestag jetzt ein Jahr gearbeitet hat, war ja maßgeblich der Wunsch von Hans-Jochen Vogel, der die Koalitionspartner 2017 nach der Bundestagswahl ja wirklich intensivst bearbeitet hat, um das Thema Bodenreform, nachdem das 50 Jahre kein Thema mehr gewesen ist, auf die Tagesordnung zu setzen. Und das war auch die Grundlage dieser Expertenkommission. Und ich glaube, wir sind mit dem Baugesetzbuch in einigen Punkten sehr, sehr weit gekommen. Ich sage nochmal, allgemeines Umwandlungsverbot, allgemeines Vorkaufsrecht, leider nicht preislimitiert. Viele weitere Punkte, Verbesserung bei den Baugeboten. Deswegen tut sich die Union ja so schwer damit. Aber der große Durchbruch, den sich viele wünschen, der sicher auch in Punkten notwendig ist, ist mit einer Union, da muss man sich einfach ehrlich damit umgehen, überhaupt nicht machbar. Wir werden weiterarbeiten müssen an dem Thema Bodenwertermittlung. Vielleicht spielt das heute auch noch eine Rolle, weil natürlich die Flächen auch für Genossenschaften, wenn die, also auch wenn sie städtisch bewertet werden, zunehmend schwierig werden, hier die verträgliche Erbpachtverträge abzuschließen. Also wir müssten an das Thema, wie wird der Wert von Grund und Boden ermittelt, rangehen. Das werden wir in dieser sehr, sehr kurzen Legislaturperiode nicht mehr zum Abschluss bringen. Spannende Fragen, vor allem, ob man es auch wie man das auch in Zukunft eliminieren kann oder auch davon abhängig machen kann, was darauf gebaut wird, zum Beispiel. Genau, also das Ziel von uns wäre die Anwendung des sogenannten Ertragswertsverfahrens, also der Wert eines Grund und Bodens wird bemessen anhand dessen, welchen Ertrag er bringt. Es ist ein Unterschied, ob ich 10 Euro Miete verlange oder 25 Euro Miete. Ich würde noch mal zurückgehen auch zum konkreten Projekt Wagnis, weil da gab es noch ein paar Fragen aus dem Chat auch dazu. Zum Beispiel ist gerade in München eine Wohnungsbaugenossenschaft in Gründung. Und die würden sich noch mal ein bisschen konkreter interessieren, wie viele 1-, 2-, 3-Zimmer-Wohnungen wurden vergeben? Wie war da das Konzept, wie groß oder klein die sind und ob sich das jetzt irgendwie auch auf die Gemeinschaft dann ausgewirkt hat, unterschiedlich? Oder für das spezielle Projekt, wie sich das ausgewirkt hat? Wir haben ganz kleine Wohnungen ab 20 oder 25 Quadratmeter und die Größen sind, denke ich mir, bei 120, 150 Quadratmeter. Die Maisonette-Wohnungen im Erdgeschoss, die sind zweistockig, das sind eigentlich wie kleine Häuser, ne? Zweistockige Häuser. Das hatte die Elisabeth Hollerbach im Blick. Sie hat einen Verteilungsschlüssel gehabt, wie viele Alleinstehende, wie viele Ältere, wie viele Jüngere, wie viele Familien wollen wir haben oder brauchen wir und wie viele eben vor allem München-Modellberechtigte und wie viele Freifinanzierte. Auswirken tut sich das aus meiner Sicht nicht, denn die Person, die auf 20 Quadratmeter lebt, die ist ja nicht neidisch zwingend auf die Person, die auf 50 Quadratmeter lebt, sondern ist vielleicht einfach froh, dass sie diese 20 Quadratmeter hat oder wollte diese auch so. Interessant ist, also was ich finde, dass auch wenn, weil vorhin war noch eine Frage im Chat, wie die Wohnungen verteilt wurden. Natürlich, die Frau Hollerbach hat schon darauf geachtet, dass die Gruppe immer ein bisschen kleiner ist als sozusagen das fertige Gebäude und hat dann nachgeschoben, wenn jemand weggegangen ist. Es gab auch eine Zeit lang Wechsel in der Baugruppe und irgendwann mussten wir dann so eine Verbindlichkeitserklärung auch abgeben, dass wir das definitiv wollen, weil manche Leute sind auch noch zweigleisig gefahren und haben dann noch in anderen Baugruppen gleichzeitig sich beworben. Und also sie hat immer ein bisschen Luft gelassen, dass man noch ein bisschen Spielraum hat. Aber inzwischen sind auch Leute wieder ausgezogen oder auch verstorben.
Und wenn dann jemand nachrückte, also das finde ich eigentlich eine sehr interessante Beobachtung, denn die Leute, die nachrücken, die sind alle natürlich schon Wagnismitglieder, die stehen auf Wartelisten. Und da ist es zum Beispiel nicht zwingend so, dass der auf der Warteliste zu oberst stehende dann auch den Zuschlag kriegt, weil da spielen viele Kriterien eine Rolle. Wenn es eine Familienwohnung ist, dann sollten das auch wieder eine Familie mit 2 oder 3 Kindern sein oder sie sollte dann auch förderfähig sein und solche Sachen. Das sind also Leute auch bei uns zum Zug gekommen, die das nie im Leben geglaubt hätten, dass sie den Zuschlag kriegen. Und für die Gemeinschaft ist es total toll, wenn neue Leute kommen, weil die kommen wirklich mit dem Drive, ich habe quasi ein Sechser im Lotto gewonnen und bringen da so eine positive Energie rein und eine Frische. Wir sind natürlich inzwischen auch so ein bisschen abgekämpft und ermüdet. Und wenn dann neue Leute kommen, die mit Enthusiasmus dann in eine Arbeitsgruppe oder eine Hausgruppe gehen, sich einbringen und auch frische neue Ideen bringen, das ist ganz, ganz toll. Ich würde auch gern die eine Frage noch beantworten, die gestellt wurde, ob das auch im Münchner Umland möglich ist. Ich war zum Beispiel vor einiger Zeit in Vaterstetten, übrigens auch Frau Tausend bei der SPD. Die haben auch so eine Initiative gestartet, da vielleicht genossenschaftlich zu bauen. Oder auch im Münchner Westen, in Wörthsee, in der Gemeinde Wörthsee, da war ich auch mit der Friedrich-Ebert-Stiftung sogar im Rathaus, haben wir den Film vorgeführt und eine Baugruppe, die eine Genossenschaft gründen wollte, hat da ihren Gemeinderat sozusagen das erste Mal mit dieser Idee vertraut gemacht und sie haben inzwischen tatsächlich eine Genossenschaft gegründet und auch schon ein Baugrundstück. Also da ist die Genossenschaften oder die Initiativen, die sprießen im Moment wirklich wie Pilze aus dem Boden, weil natürlich der Druck aufs Münchner Umland auch sehr stark zunimmt, ist ja klar. Das geht an den Gemeinden auch nicht spurlos vorbei. Frau Tausend, auch die Frage an Sie. Der Fragende kam aus der Nähe von Erding. Wie erleben Sie das gerade so im Münchner Umfeld, gerade auch im Münchner Siedlungsgürtel? Also wir wissen das ja, dass wir mittlerweile Entwicklungen haben, sowohl bei Miet- wie auch bei Kaufpreisen, die in München uns in wirklich schwierige Situationen bringen. Und die Menschen wandern, wenn sie Eigentum bilden wollen oder noch, ja, oder auch genossenschaftlich wohnen wollen, immer weiter ins Umland. Und das, glaube ich, ist nicht mehr nur der Münchner Landkreis oder die Nachbarlandkreise, dann Erding und Freising. Das geht mittlerweile und dieser Trend wird durch ja, verstärktes Homeoffice wahrscheinlich nochmal weiter verstärkt werden, auch in das erweiterte Umland, auch in Größenordnungen, wo man dann vielleicht mal 70, 80 Kilometer von München entfernt ist. Ja, also der Druck auf den Wohnungsmarkt in München, aber ins erweiterte und mittlerweile deutlich entfernte Umland nimmt zu. Und wie sieht es mit der Wahrscheinlichkeit aus, auch im Umland Projekte realisieren zu können? Uli Beetz hat ja zwei genannt, die da sind. Ich weiß nicht, wie also Ihre Erfahrungen in den letzten Jahren sind. Ist es wahrscheinlich, dass sowas auch außerhalb von Großstädten man da genug Leute zusammenkriegt? Ja, jetzt muss ich fast sagen, überall dort, wo SPD ist, weil ich bin ja auch weit unterwegs im schönen Bayernland und wir vertreten ja seit 15, 20 Jahren verstärkt den Versuch, auch dort, wo das nicht so etabliert ist wie in München, Genossenschaftsprojekte überhaupt bekannt zu machen, mit den Menschen zu diskutieren und auch Mehrheiten in den Gemeinderäten, in den Stadträten zu bekommen. Und ich denke, da gibt es mittlerweile schon sehr viel Entwicklung in diese Richtung. Auch aus dem Chat kam jetzt eine Anmerkung, die Vogeno, die baut auch im Umland und hat dafür sogar ihre Satzung geändert. Ja, ja, Also sehr, sehr ja. spannend. Ist Ich was glaube, im die Fluss, erste glaube ich, Münchner gerade. Genossenschaft, die im Umland baut, ist die Vogeno, ja. Ja. Es kam gerade noch eine andere Frage aus dem Chat, Uli Beetz. Wie viele Wohnungen das mindestens sein sollten? Geht das auch in einem kleineren Projekt? Da interessiert sich jemand dafür, für ein Projekt mit Seniorenwohnen und ob man sowas zum Beispiel auch mit 10 Parteien realisieren kann.
und ob es zum Beispiel auch ja, in so einem Altbaubestand geht. Ich weiß, es geht jetzt sehr weg von dem Wagnis 4-Projekt, aber vielleicht haben Sie da ja beide so eine Einschätzung. Also ich denke, das geht alles. Ich glaube, dass dafür wirklich die Mitbauzentrale der ideale Ansprechpartner ist für solche Fragen, bevor ich jetzt da rumspekuliere und sage, was ich glaube. Aber ich glaube, Frau Tausend. Das erste große Projekt, das sehr umstritten war, da kann ich mich noch erinnern. 1993 war die berühmte Arnestraße 66. Das war ein Altbau. War das erste Projekt der Wogenow und die Stadt hat letzte Woche erst vergeben, Grundstück in Heidhausen in der Metzgerstraße mit 750 Quadratmeter Geschossfläche, das sind 10 Wohnungen oder weniger, ja, an die Genossenschaft, eine junge, die kooperative Großstadt. Also zweimal ja. Perfekt, Frage beantwortet. Wunderbar. Ja, es sind viele spannende Themen. Ich glaube, wir sind sehr breit bisher gewesen. Gerne den Aufruf nochmal, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Vielen Dank, kam auch gleich zurück. Ich würde nochmal gerne so ein bisschen, Uli Beetze, auf das Persönliche gehen, auf das Zusammenleben. Ich habe das Gefühl, ihr lebt sehr gut zusammen, es ist sehr nah. Wie kann man da auch ein bisschen im Zusammenleben auch eine Distanz wahren oder wie wichtig ist das auch, wenn man da mit sehr, sehr vielen Menschen, die man alle sehr gut kennt, zusammenwohnt? Das ist auf jeden Fall wichtig. Das ist ganz zentral, dieser Tanz zwischen Nähe und Distanz. Das ist sehr, sehr wichtig. Es geht gar nicht darum, Best Friends mit jedem Nachbarn zu werden, sondern hilfsbereit zu sein und auch Hilfe anzunehmen. Und aber auch glücklich zu sein, wenn die Haustür zu ist und man dann keine Nachbarschaft mehr hat. Also am Anfang, als wir eingezogen sind, da waren wir so wirklich so euphorisiert von unserem Projekt. Ich habe manchmal wirklich Stunden gebraucht, bis ich vom Eingang bis in meiner Wohnung war. Manchmal 2 bis 3 Stunden. Hier ein Kaffee, dann ein Sekt und dann noch ein Abendbrot oder so. Also unglaublich. Aber das lässt natürlich nach mit der Zeit, Gott sei Dank, weil sonst kommt man ja zu den anderen Sachen nicht mehr. Auf jeden Fall ist das ein zentraler Punkt eben und auch eben diese Kurzversion unseres Leitbilds. Wir sprechen nicht übereinander, sondern miteinander und wir grüßen uns in jedem Fall, auch im Konfliktfall. Also wir haben uns sozusagen per Unterschrift verpflichtet, dass wir auch einen freundlichen Umgang pflegen, auch wenn wir gerade nicht derselben Meinung sind. Und das sind eben auch die Grundlagen der Demokratie. Da bin ich wieder eigentlich bei dieser zentralen Sache, die Schule der Demokratie an der Basis. Und wirkt sich dann auch, also wenn man jetzt sagt, man hat dann die Nachzieher, die dann in frei werdende Wohnungen einziehen, wählt man die auch ein bisschen danach aus, nach sozialer Kompetenz? Also gibt es da Gespräche vorher, bewerbungsmäßig oder wie macht ihr das? Oder ist das automatisch? Klar, das ist ganz klar geregelt. Da gibt es einen sogenannten Belegungsausschuss, der wagnisübergreifend arbeitet. Da ist eigentlich aus jedem Wagnisprojekt 1 bis 2 Personen drin, die dann auch die Aspiranten interviewen und befragen und auf ihre Gemeinschaftstauglichkeit hin überprüfen. Die sind, also was ich gehört habe, schon sehr streng. Das sind oftmals auch so pensionierte Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen. Also ich bin mir manchmal gar nicht sicher, ob die mich zum Beispiel genommen hätten. Aber also alle, das ist jetzt natürlich stark überzogen. Natürlich arbeiten die gut und toll, logisch, überhaupt keine Frage. Und sie haben alle, die eingezogen sind, jetzt bei uns. Da haben wir wirklich Glück gehabt und es passt wunderbar. Ich will, das kam bisher gar nicht so vor, ich will gerne auch noch auf noch den einen Aspekt, es gibt ja einfach auch private Baugruppen, also da tun sich auch Menschen zusammen mit einem Konzept, aber das ist dann deren Eigentum. Da gibt es auch spannende Konzepte. Wie stehen Sie dazu im Vergleich zu den Genossenschaften? In München wurde jetzt eben entschieden, dass die wahrscheinlich erstmal nicht mehr zum Zug kommen. Wurde das wirklich entschieden? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also oder ich glaube, es war für das Kreativquartier, glaube ich. Vielleicht wurde es nicht hundertprozentig entschieden. Es war für das Kreativquartier so, dass es wahrscheinlich nicht passieren wird, dass sie zum Zug kommen. Aber da haben Sie recht.
eine Ungenauigkeit. Den Beschluss immer noch so, dass wir 20 bis 40% von städtischer Fläche an Baugemeinschaften, das sind diejenigen, die privat sich zusammentun und Eigentum bilden, und an Baugenossenschaften nach Anforderung vergeben. Okay. Möglicherweise gibt es derzeit ganz einfach weniger Menschen, die sich Eigentum noch leisten können. Das Genossenschaftswesen im Wohnungsbau hat in München einen irrsinnigen Aufschwung genommen die letzten 10 Jahre. Das hat was mit der städtischen Politik zu tun. Ich bin noch nicht auf das Thema Förderung eingegangen. Es gibt halt ein eigenes Münchenmodell für Genossenschaften, das wir entwickelt haben. Und es ist mehrfach darauf hingewiesen worden, die Mitbauzentrale, die all diese Fragen, die heute gestellt werden, kompetent beantworten können. Und deswegen haben die Wohnungsbaugenossenschaften wirklich einen großen Aufschwung genommen. Und bei den Baugemeinschaften, glaube ich, gibt es möglicherweise einfach weniger Nachfrage derzeit. Was nicht mehr unterstützt wird, das ist frei finanzierter Eigentumswohnungsbau von Bauträgern. Das heißt, ein Bauträger kauft ein Grundstück und verkauft dann teuerst die Wohnungen weiter. Das ist eingestellt worden mit Rot-Grün. Ich glaube, da war eine Ungenauigkeit von mir. Es ging ums Kreativquartier, das, was ich gelesen habe. Und da kann es sein. Aber das ist ein guter Punkt. Und auch gerade die Frage nach der Förderung ist sehr wichtig. Uli Beetz, es gäbe noch 2, 3 Fragen, zum Beispiel auch zur Pandemie und zu den Grundrissen. Okay. Vielleicht zuerst zur Pandemie. Wir hatten ja gerade angesetzt mit dem sozialen Aspekt. Wie war es denn jetzt während der Pandemie? Wie ist es während der Pandemie? Ja, wäre ja schön, wenn es vorbei ist. Ja, natürlich hat sich auch jede in seine, ihre Wohnung zurückgezogen. Aber wir haben natürlich auch über die Laubengänge, können wir über die Distanz auch uns unterhalten. Gut, jetzt ist es auch kalt, aber wir haben natürlich zahlreiche Hausverteiler. Wir hatten auch ziemlich schnell eine Gruppe, die sich in Bezug auf Corona dann als Gruppe getroffen hat, virtuell und unterhalten hat. Was bedeutet das für unser Haus? Brauchen wir noch strengere Auflagen als die gesetzlichen? Brauchen wir, also als noch gar nicht Maskenpflicht war, haben wir schon dann von Risikomenschen in unserem Haus die Bitte bekommen, sie wollen, dass wir in den Aufzügen Masken tragen, haben wir dann auch diskutiert und auch umgesetzt und so. Und natürlich ist das Hilfenetzwerk unglaublich. Wir haben einen Einkaufsservice, das hat ein junger Familienvater für die plus 70-Jährigen organisiert. Also alle, die Einkäufe getätigt haben möchten, können sich an ihn wenden und er verteilt dann die Aufträge an die Gruppe, die sich zur Verfügung gestellt hat. Also das ist dann auch nicht, man ist dann auch nicht verpflichtet einer bestimmten Person, sondern es läuft dann sozusagen unter dem Gruppenlabel. Und es wurde sogar auch Geld gesammelt für freiberufliche Leute, die jetzt auch wirklich in Not geraten sind und auch anonym verteilt. Da gab es eigentlich nur immer eine Person, die wusste, dass eine andere Person Geld bekommen hat, sodass das auch nicht, dass man nicht das Label bekommt, das ist Bedürftigkeit oder so. Und unser Verteiler ist wirklich eine, ich würde fast sagen, eine Wunschmaschine. Wenn man morgens um 7 schreibt ein junger Mann oder ein Ehemann, ich brauche Puderzucker, meine Frau hat Geburtstag. Und der hat dann 10 Minuten später, kommt jemand bei ihm vorbei und der hat den Puderzucker oder ein bestimmtes Buch, die Bohrmaschine und sowas. Dafür haben wir eine gemeinsame Werkstatt. Wir müssen nie wieder Geräte kaufen oder sowas oder unsere gemeinsamen Waschräume auch und einen Musikraum. Also das geht so viel über das Wohnen selber hinaus. Da sind so viele Möglichkeiten. Wenn ich morgen eine Schachgruppe aufmachen will, ich finde bestimmt Leute, die sich beteiligen oder singen, lesen, alles Mögliche. Also man kann, es ist wirklich ohne Kreativität, ohne Ende. Allein, dass in meinem Film die Musik auch aus der direkten Nachbarschaft kam, eine andere Nachbarin hat das Design gemacht, Grafikdesign, ein anderer die Homepage und so. Also das sieht man dann schon, das sind Netzwerke, die, und die Leute lieben es, zusammenzuarbeiten. Der Mensch, das Wesen des Menschen ist der Wunsch zu kooperieren, nicht mit Ellenbogen durch den
durch den Tag zu laufen, sondern zu kooperieren und auch etwas zu geben, zu teilen. Das ist ganz klar, dafür sind solche Hausgemeinschaften wirklich sehr, sehr gut. Und natürlich vielleicht auch ganz gut für das Umfeld. Also es ist mitten in München, es bietet ja auch, ging das Konzept auf, auch eine Anlaufstelle, einen Raum über das, diese Wohngemeinschaft hinaus zu sein? Ja, ne, es strahlt auch ins Quartier aus, ne? Also die sozialen Kompetenzen. Bei Wagnis 1 sind zum Beispiel weitläufige Gemeinschaftsräume viel größere als bei uns. Eine Nachbarschaftsbörse und alle diese Dinge, die bieten Nachhilfe an und Yoga, alles Mögliche und haben auch einen großen Musikübungsraum. Das strahlt in die Nachbarschaft aus, weil das wie eine Drehscheibe im Quartier ist. Und auch bei uns im Haus, irgendwer hat immer Olivenöl aus Italien am Start und fragt, wie viele Kanister er bestellen soll. Dann wird es statt 70 Euro, kostet dann der Kanister nur noch 63 Euro. Also kommt da eine riesige Ladung Olivenöl und sowas alles. Das ist ganz, ganz toll. Wir kommen jetzt sicher gleich zum Ende. Ich habe jetzt gesehen, Ihre vielen, vielen Links und Anmerkungen sind jetzt im Chat. Also wenn Sie sich weiter informieren wollen, dann können Sie da auch noch mal reinlesen. Ich will die allerletzte Frage aber nicht unterschlagen. Vielleicht ganz, also ich habe noch eine kleine Abschlussrunde, aber die ganz kurze Frage aus dem Chat noch, ob Sie mit den Grundrissen, ob da alle dann zufrieden waren, weil es klang im Film ja so an, warum müssen wir uns da so schnell jetzt entscheiden? Ging das auf lange Perspektive denn dann gut? Ja, also ich glaube, die Architekten waren mit uns ganz zufrieden, weil bis auf eine Person alle mit den Grundrissen sich dann sozusagen arrangiert haben. Also richtig zufrieden waren wir alle nicht. Aber das ist auch immer mit der Kostenfrage verbunden. Die Elisabeth Hollerbach hat uns immer gesagt, wir verwirklichen uns nicht in den Steckdosen. Claudia Tausend jetzt ganz am Ende noch. Wir haben ein sehr breites Spektrum abgedeckt und diskutiert. Gibt es was, wo Sie sagen, das sollen die Zuschauerinnen aus der Diskussion mitnehmen, was Ihnen besonders wichtig ist? Ja, also zunächst muss ich mich berichtigen. Sie hatten vollkommen recht. Die Stadt München vergibt ab jetzt keine Flächen mehr für Baugemeinschaften, also für Eigentümer, wohl weil die Flächenkonkurrenz so groß ist und man hier Einkommen nicht unterstützen möchte, die sich in München noch Eigentum leisten können. Das war mir auch neu, das war zu meiner Zeit ja noch ein bisschen anders. Da merkt man, wie angespannt der Markt auch ist einfach, oder? Ganz genau, wie zugespitzt sich die Situation auch hat auf dem Wohnungs- und auf dem Mietmarkt vor allem. Ja, was würde ich Ihnen mitgeben? Ich würde Ihnen mitgeben, dass ich hoffe, dass wir Anregungen geben konnten, auch für Ihre eigenen Ideen und dass Sie die Chance nutzen, wenn Sie da Interesse haben, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mit Bauzentrale in München ist wirklich ein Leistungsprogramm. Und wenn Sie nicht aus München kommen, das A und O bei der Umsetzung von solchen Projekten ist wirklich der Gemeinderat vor Ort. Das ist die Verwaltung vor Ort. Und da muss eine Aufgeschlossenheit da sein oder hergestellt werden. Ich halte das genossenschaftliche Wohnen vor allem in Hochpreiswohnungsmärkten wirklich für den richtigen Weg. Und ganz am Schluss noch der Werbeblock. Es ist reiner Zufall, dass meine Fraktion, die SPD, die Bundestagsfraktion, morgen von 16 bis 18 Uhr eine Genossenschaftstagung natürlich virtuell macht, wirklich mit hochkarätigen Impulsreferaten. Aus München wird da Christian Stucker von der Wogeno, der auch in der Baulandkommission große Impulse geleistet hat, mit dabei sein. Aber auch Energiegenossenschaften werden da ihre Modellprojekte vorstellen. Also wenn Sie da Interesse haben, wenden Sie sich einfach an claudia.tausend@bundestag.de, dann bekommen Sie von uns den Einwahllink. Danke. Ja, das ist irgendwie so eine Woche, wo ganz viel in dem Bereich ist. Das war jetzt auch der, ich glaube, die Veranstaltung war jetzt schon seit einiger Zeit geplant, aber jetzt ist auch das Gesetz im Bundestag und es passt alles wunderbar in diese Woche, Ende Januar. Uli Beetz, auch an Sie die Frage, was ist Ihnen das Wichtigste, was die Zuschauerinnen und Zuschauer mitnehmen sollen? Also für mich ganz persönlich ist es auch eine tolle Art, mich weiterzuentwickeln.
Also, denn man ist immerzu auch konfrontiert mit sich selber, denn immer wenn man ja, Widerspruch bekommt oder nicht die Mehrheit findet, die man geglaubt hat, zu finden, dann ist es auch immer ein Stück weit eine Selbstreflexion. Ja, dass man auch sieht, wie belastbar ist zum Beispiel ein bestimmter Gedanke oder muss ich denn wirklich, muss ich mich erstmal von dem trennen oder bin ich zu früh mit dieser Idee dran oder ja, die jüngeren Leute wollen es auch anders machen. Und überhaupt diese generationenübergreifende Geschichte ist großartig, denn man bleibt in so einem lebendigen Austausch mit den unterschiedlichsten Leuten, mit unterschiedlichen Altersgruppen und auch mit ganz unterschiedlichen Menschen, mit denen man sonst im Berufsleben oder in einem Freundeskreis nichts zu tun hätte. Das finde ich unglaublich bereichernd.